Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr geehrte Frau Ministerin, zunächst mal auch einen herzlichen Dank meiner Fraktion an Sie und an Ihr Haus. Und ich habe gedacht, ich beneide Sie irgendwie nicht. Denn große Anfragen, insbesondere zu solchen Themen, da bist du ja fast gezwungen, dann zu gucken, was machen wir alles Gutes und möglichst Grafiken, die sich dann immer weiter nach oben entwickeln. Mehr Geld, mehr Projekte, also das kennen wir alle irgendwoher. Und bloß nicht, und meine Damen und Herren, bloß nicht irgendwelche Defizite aufzeigen. Deswegen, das ist völlig logisch, aber deswegen finde ich es gut, dass die Präventionsstrategie neu ausgerichtet werden soll. Und ich glaube, genau das, was die Kollegin Pauls zum Schluss gesagt hat, nämlich, dass Angebote strukturierter werden. Das ist deswegen so wichtig, weil das, was der Kollege Balke gesagt hat, dass sich jeder investierte Euro in Prävention hundertfach am Ende auszahlt. Das bedeutet für mich nicht nur, dass die Kürzungen beim Versorgungssicherungsfonds falsch gewesen sind, sondern dass ich zumindest appelliere, dass man bei der Prävention, jedenfalls seitens der Landesmittel, bei den nächsten Haushaltskonsolidierungsrunden, dass man da die Finger davon lässt, weil sich das am Ende mit Sicherheit nicht ausbezahlen wird, wenn man dort spart. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will auch noch auf ein weiteres Argument oder auf einen weiteren Punkt eingehen, den der Kollege Balke im Hinblick auf unser Gesundheitssystem genannt hat. Das Problem ist auch, dass die Qualität der letzten Lebensjahre in kaum einem anderen OECD-Land so schlecht ist wie in unserem Land, trotz hervorragender Gesundheitsleistungen. Auch daran müssen wir arbeiten, und zwar am besten durch eine strukturierte Prävention, die ansetzt bei der Primärprävention über die Sekundärprävention bis hin zur Tertiärprävention. Und daran würde ich mich auch bei der Neuausrichtung der Präventionsstrategie tatsächlich ein bisschen orientieren, meine sehr geehrten Damen und Herren. Denn das eine ist, das Erkrankungsrisiko grundsätzlich zu senken. Zum Beispiel bei den großen Volkskrankheiten, die gerade schon genannt werden. Durch gesunde Ernährung, durch mehr Bewegung und Sport, das heißt dann auch durch entsprechende Bildungsangebote dazu, durch Impfungen, durch Stressreduzierung oder auch durch so simple Sachen wie Rauchverbote an bestimmten Orten. So, das wäre Primärprävention. Das zweite, die Sekundärprävention, die dann tatsächlich dazu führen soll, dass Erkrankungen so früh wie möglich erkannt werden, also durch die Vorsorgeuntersuchung U1 bis U9 beispielsweise oder auch durch Krebsvorsorgeuntersuchungen. Und da kann ich nur sagen, wir haben in Schleswig-Holstein mit Quamadi und E-Quamadi eigentlich ein ganz hervorragendes punktuelles Angebot. Wenn Frauen aber über ein Jahr warten müssen, bis sie einen Mammographietermin bekommen, aus unterschiedlichen Gründen, dann muss an dieser Stelle nachgebessert werden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Tertiärprävention schließlich, die also dazu da ist, insbesondere um eine Verschlimmerung eines Krankheitsbildes zu verhindern, beispielsweise durch Reha-Maßnahmen, die muss genauso in den Fokus genommen werden, um dann am Ende das zu erreichen, was ich gerade angesprochen habe, nämlich eine höhere Qualität auch in den letzten Lebensjahren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, was ich mir beispielsweise wünschen würde, wäre wieder nach Corona, weil ich habe so ein bisschen den Eindruck, es ist gewisse Impfmüdigkeit vielleicht auch durch die Auseinandersetzung über Impfen eingetreten. Ich wünsche mir eine breit aufgestellte Impfkampagne und damit meine ich nicht nur Covid-19-Impfstoffe und vielleicht ein bisschen Influenza, sondern die ganze Palette. Wenn man durch Impfung Krankheiten verhindern kann, dann sollte man das nicht nur tun, sondern dann muss man auch darüber aufklären. Das bedeutet beispielsweise auch, dass man zielgruppenspezifisch Prävention ausrichtet. Ich meine etwa die Queer Community. Es ist für mich nach wie vor ein Ärgernis, dass Angebote HPV-Impfung nur für Jungs oder auch also Affenpockenimpfung genau an zwei Standorten möglich sind, das Letztere, nämlich in Kiel und Lübeck. Wir sind ein Flächenland und der Zugang zu solchen Angeboten
ich sag mal, bei einem jungen Menschen, der auf dem Land aufwächst, der geht im Zweifel nicht zu seinem Hausarzt, der ihn begrüßt und sagt, dich kannte ich schon als kleines Kind, was möchtest du denn mit einer Affenpockenimpfung? Deswegen glaube ich, bei der Neuausrichtung der Strategie sollte einmal tatsächlich die verschiedenen Stufen der Prävention berücksichtigt werden und auch unterschiedliche Zielgruppen unterschiedlich angesprochen werden. Ich glaube, dann können wir, wenn wir uns das nächste Mal über Prävention unterhalten, auf welche Initiative auch immer, auch hier einen echten Fortschritt feststellen. Herzlichen Dank fürs Zuhören.